Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Race Room Racing Experience. Heute mit einem kleinen Rennen auf dem Bathurst Circuit Mount Panorama mit dem Aquila CR1 Sports GT bzw. mit dem Aquila CR1 Cup, so heißt das glaube ich, oder ich kann ja mal hier gerade nochmal die Klasse zeigen, Cup heißt das, wo dann nur der Aquila hier vertreten ist mit sämtlichen Lackierungen. Ich habe mich hier für die entschieden, von der Nummer 4. Erinnert mich jetzt gerade so an dieses Formel 1 Renault Design, dieses schwarz-goldene. Und ja, ich bin in Aquila noch nie gefahren in Race Room. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze, wie sich das so fahren lässt, wie der sich anfühlt, wie der aussieht auch. Und ja, wir fahren wieder wie in der letzten Folge hier mit Quali und einem Rennen in der Rennlänge Achtel. KI habe ich jetzt auf 87 mal gelassen und wir starten doch mal. Und ja, ich wollte ja eigentlich erst die Autos der GTR-X auswählen, also hier mit Pagani, Gambert, Apollo und Königsegg. Habe mich dann aber nochmal umentschieden, hier habe was Neues mal genommen. Die anderen Prototypen hier standen ja auch nochmal hier zur Auswahl, die Mistral, wo der Mistral unter anderem dabei ist, wo ich ja auf Zolder so hart gefällt habe, dass ich die da vielleicht nochmal fahren hätte können, weil die Strecke würde sich da schon mal besser eignen. Aber jetzt sind wir in Bathurst mit dem Aquilas und man darf gespannt sein, wo wir uns schlagen hier. Das ist eine große Strecke hier, auch hier 10 Minuten nur, okay. Und oh, optisch sieht das doch schon mal ziemlich fett aus hier. So, schon mal Gas geben, ich gucke mich mal hier gerade im Cockpit rum. Sieht schon ja ganz nett aus hier. Mal gucken, was die Fahrzeuge hier so können. Topspeed-mäßig und so. Und die gehen doch schon ganz gut ab. Auch soundtechnisch jetzt hier in der Cockpit. Hört sich ganz cool an. Wie sieht denn das? Oh ja, das hört sich gut an. Hier muss ich es wieder mir einprägen. Nicht sofort irgendwie in den zweiten Runde. Im dritten geht das, glaube ich, ein bisschen besser. Ich finde, Bathurst ist hier in Race Room am schönsten nachgemacht. Wirklich so eng, wie sie ja ist. Da gibt es ja... Da gibt es ja Spiele, da ist die wirklich richtig, richtig breit gemacht und alles. Und hier ist er echt schön umgesetzt. So, jetzt geht es hier bergab. Schwierige Passage, die jetzt hier kommt. Ich mache das alles, jetzt gehe ich mal in den zweiten lieber runter, weil ich mich hier ein bisschen verbremst habe. Aber der Aquila CR1, der lässt sich echt schön fahren, wie ein Prototypen-Car eben. Der Mistral ist noch ein bisschen stärker, ein bisschen schneller, aber der Aquila, der ist auch gut dabei. So, jetzt geht es hier auf diese lange, lange Gerade zurück zu Start und Ziel. So, was erreichen wir? 200. Und da verlieren wir nicht das Heck. Auch hier extremst gute Bremsen. Aber ich weiß nicht, ob wir die 280 erreicht haben. Aber an die 300 kommen wir dann auch nicht ran. Auch hier weit aufs Gras, nicht so toll. So, und jetzt zählt es. Vorne kommt Verkehr, hinten ist frei. Nicht so toll hier, nicht so toll. Auch hier weite Linie, eieiei. Bin ich echt mal gespannt, wo wir da landen werden.
das hier fahre ich mal alles im dritten, ja, wobei viert ist doch eher schon besser. Das ist ziemlich viel korrigieren hier, sieht man also. Sehr, sehr viele, oh, da ging einer geradeaus. Sehr, sehr viele Schlangenlinien hier. Weil das einfach eine echt unebene Strecke auch ist. Zumindest können wir hier alles im dritten fahren. Das Auto geht auch so derbe ab, einfach nur mit dem Schalten und alles, da muss man echt die Kontrolle behalten. Gerade auch natürlich hier mit dem Force Feedback, das auf 100% ist, hat man auch ein bisschen zu kämpfen. Das ist nicht mal eben wie ausparken aus dem Hügel. So. Bremspunkt schon eher ein bisschen getroffen, also echt krass, wie kurz der Bremspunkt doch ist, von 270. So, er ist auch hier schön durchgekommen. Und da haben wir, oh, da haben wir doch dicken Vorsprung. Dann lassen wir auch die Runde hier, fahren wir mal aus. Dicken Vorsprung, 3,6 Sekunden auf den ersten. Auf einer nicht ganz perfekten Runde. Ja, okay, gut, dann habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, kann die KI oder werde ich die KI ein bisschen höher stellen. Ich habe sie jetzt nochmal auf 87 ja quasi gelassen, da ich jetzt wieder eine größere Pause hatte vom Zocken hier. Und erstmal wieder so wegen Eingewöhnung und so gucken kann. Aufs Gras und gleich eine Strafe hier auch. Ja, die Runde, die wollte ich ja eh nicht mitnehmen. Jetzt geht's wieder in die Box. Ich glaube, das waren doch hier keine Reifenstrom und eben. Das war, glaube ich, nur von den Strommasten der Schotten. Ich habe gedacht, das wäre nämlich Reifensprung gewesen. Aber wer kann mir das übel nehmen hier, wenn ich hier mit 200 durchbretter, das alles genau zu beobachten. Oh, hier geht's in die Falkenwand. Gerade wieder runter. Können wir mal vielleicht gucken, hier den richtigen Bremspunkt zu finden oder vielleicht noch mal ein bisschen später vielleicht zu probieren. Ja, das war schon wieder ein Tick zu spät. Da sind wir schon untersteuert hier geradeaus. So, abbremsen hier vorsichtig. Gehen wir in den ersten. So. Das war das Qualifying. Sehr erfolgreich. Oh, 3-1. Wir sind nochmal vorangekommen. Ich gucke nochmal in die Zeitinfos. Ja, 3,1 Sekunden. Gucken wir uns mal die Abschnitte an. Oh, im ersten habe ich... Okay, ich bin ja auch nicht ganz perfekt gefahren. Da habe ich 3 Zehntel. Sind das, glaube ich. Dann habe ich wieder hier fast eine Sekunde gut gemacht. 900. Beziehungsweise 9 Zehntel. Ich verwechsel das mal so ein bisschen. Und dann im dritten Abschnitt nochmal gut... Ja, fast 3 Sekunden. Und ja, beenden wir den Durchgang. Wir bleiben auf der Pole. Schöne Dinge. Und dann geht's auch schon zum Rennen hier. Aquila CR1. Sports GT auf dem Bathurst Circuit Mount Panorama. Und ja, viel Spaß. 5 Runden. Oh, schlechter Start. Gleich schon mal den ersten. Aber da können wir uns... Ah, ich bin im dritten. Ich
Okay, wir sind erst zurückgeholt. Da hinten geguckt, ja, da haben wir schon wieder einen kleinen Vorsprung. Sogar mal den fünften, weil wir kommen hier gerade extremst gut durch. Und ebenso früher müssen wir auch bremsen. Oh, oh, oh. Wie krass schnell wir hier schon wieder in den vierten beschleunigen. Was haben wir denn? Fast hier wieder 4 Sekunden Vorsprung, schon nach der ersten, ja nicht mehr kompletten Runde. Hinten sehen wir so die Ameisen. Und auch hier wieder zu weit, wie im Quali. Aber wir müssen uns nicht so wirklich Gedanken drüber machen. Wir haben einen komfortablen Vorsprung. Wir wissen, wir sind stark unterwegs. Okay, da bin ich nochmal. Da hätte ich vielleicht in den dritten gesollt. Habe ich ein bisschen verpennt. Oh, weiter Bogen hier wieder. Ich könnte ja mal gerade ein Thema, also wir fahren jetzt hier ganz komfortabel momentan auf der 1. Also vom Rennen her eher langweiliger. Aber ich könnte mal ein kleines Thema in den Raum werfen, und zwar, was mich derzeit beschäftigt, ist das Thema Grafikkarte. Denn ich möchte mir jetzt hier Anfang nächsten Monat, also Anfang Oktober 2014, ein neues Geschoss, sag ich mal. Boah, ich sollte vielleicht auch runterschalten, verdammt. Das ist schon wieder hier Demolition Derby. Ja, möchte ich mir eine neue Grafikkarte zulegen. Momentan habe ich die GTX 680 Classified vom EVGA verbaut. Meinem ja, Sockel 1155er Mainboard mit Intel Core i7-3770K. Und ja, ich möchte mir eine neue holen. Geld spielt soweit keine Rolle, möchte ich bei Grafikkarte auch nicht. Also das ist schon der wichtigste Komponent, finde ich, neben dem CPU. Oder was heißt, ja, Geld spielt keine Rolle, so eine Titan Z für 3000 soll es dann auch nicht sein. Also ich sag mal so über 1000, knapp über 1000 bis 2000, bis 1200 bis 1500, sage ich mal, bin ich gerne bereit. Und ja, ich habe mir da die Titan Black mal angeguckt und natürlich auch die 780er Ti. Und ich weiß nicht, so allgemein her will ich die 780er Ti schwankeln. Aber ich weiß nicht, die Titan Black macht irgendwie so einen brachialeren Eindruck irgendwie. Also weiß ich nicht, hätte ich eher dann doch lieber Lust, eine Titan Black mir zu holen, die 200 bis 300 Euro mehr kostet. Aber es gibt ja jetzt kürzlich erschienen die neue Maxwell
GeForce-Karten, die 900er Serie, 980. Die es schon bereits ab, ja, 600 Euro, sagen wir mal, gibt. Und ich habe da mal die Werte so ein bisschen verglichen mit der Titan Black und die sind da wirklich ziemlich gleich auf, muss ich sagen. Alles natürlich Standardwerte, nichts hier mit Übertaktung. Und die 980, die war da doch schon sehr attraktiv, muss ich sagen, von den Werten her. Unter anderem hat sie auch, ja, DirectX 12. Und ist halt mehr Richtung, ja, Zukunft gerichtet. Neue Maxwell-Architektur. Beziehungsweise die, ja, Enthusiastenmodelle hier. Und angeguckt habe ich mir da von Zotac die AMP Extreme Edition, die auch sehr, sehr schick aussieht mit diesem Kastenkühler im schwarzen Carbon-Design. Und, oh, fuck, was mache ich? Die ist ja schon ab 600, irgendwie 620 waren es, glaube ich, Euro gibt und irgendwie preislich finde ich das mal gar nichts. Also, wenn man da so die Werte, die Taktungen anguckt, finde ich das schon Bombe. So, wir fahren jetzt hier in die vorletzte Runde. Abstände sind 12,7 auf dem zweiten. Und da werde ich doch wohl eher zu einer 980er greifen. Aber was ich dann wieder entdeckt habe, war wieder dann, ja, ein neuer Gedanke, und zwar, ja, SLI, also zwei Grafikkarten. Da ich ja, wie gesagt, bereit bin, oder, ja, bereit bin, und auch schon ein bisschen was angespart habe, weil über einen Monat das hier mit einem Gehalt kann ich das natürlich nicht hier finanzieren. Ich habe ja auch noch andere Ausgaben. Wäre doch mal SLI so eine interessante Sache, da es die Karten ja bereits ab, ja, 500, 550 bis 600 gibt. Da bin ich mit SLI bei, ja, 1000, 1100, 1200. Warum nicht? Warum nicht? Dass man anstatt mit Titan Black sich einfach zwei 680er holt. Da die 680, ich bin von der jetzt schon so überzeugt, Vergleich zu der Titan, zu der Titan Black. Deswegen fällt die Wahl schon noch nicht 100% sicher, also ich werde mir da nochmal so ein bisschen angucken, aber ich bin im Moment sehr überzeugt von der 680. Ich muss da nochmal gucken, die ist ja jetzt relativ neu. Mal irgendwie so auf die ersten Tests warten. Gucken hier, was hier PC Games Hardware, was die dazu sagen. Und ja, was dann die Entwickler auch dann hier noch rausbringen werden. EVGA wird natürlich mit seiner Classified, denke ich mal, kommen. Zotac hatte seine AMP hier extrem schon draußen. Was Asus bringt, MSI habe ich schon was gesehen. Und was es da noch hier an Custom-Variationen geben wird. So, wir sind jetzt in der letzten Runde, haben jetzt 19,4 Sekunden. Bin ich mal gespannt, für was ich mich dann letztendlich entscheiden werde. Aber SLI wäre echt mal eine coole Sache, eine attraktive Sache, so nenne ich es mal. Würde ich gerne mal haben, so zwei Grafikkartenmonster da drinnen. Dass ich mir dann zweimal hier die Zotac AMP Extreme hole. Sind wir auch schon gleich am Ende hier. PC
wieder auf die lange Gerade. Ah, okay, mit einer Hand fahren hier ist nicht unbedingt hier bei 270 Sachen so angemessen. Und ja, dann natürlich auch Nebengrafikkarte. Auch vielleicht interessant, auf den neuen Sockel, auf den 2011er V3 zu wechseln mit DDR4. Aber ich finde DDR4, ich bin da noch nicht so ganz davon überzeugt, weil das alles noch so neu ist, ich weiß nicht. Da will ich vielleicht erstmal einen Moment abwarten. Aber mal gucken, wir haben jetzt hier unser Rennen beendet. Was sind wir gefahren? Ich habe jetzt hier gar nicht geguckt. Wird es nochmal angezeigt? Auf die 1, bitte. Jawohl, da. Ja, knapp über 10 Minuten. Gehen mal weiter. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Den ersten Platz wieder geholt. Und dann, ja, war es das auch schon. Wir sind durch. Ein kleines Aquila-Rennen hier auf Bathurst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen natürlich. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge Race Room Racing Experience.